Wenn es sein muss. Verdammt! Das waren diese beiden Trottel! Hinterher! Hat eigentlich jemand von euch Geld dabei? Nee. Glaub nicht. Amboss? Nö. Na, klasse. Was zum Geier ist das? Ach, das gehört zu mir. Aber was ist das? Na, mein Haustier. Dein Haustier. Hallo! Was habe ich eigentlich erwartet? Der Bus kommt. Na, endlich. Guten Tag, wo soll ich hingehen? In die Stadt. Das macht dann 2 Euro pro Person. Wir sind Vertreter der Polizeibehörde. Wir dürfen auch so mitfahren. Da könnte ja jeder kommen. Raus aus meinem Bus. Mist. Hey, wir werden verfolgt. Egal, der Pickup ist schnell genug. Na, dann hoffen wir mal, dass du recht hast. Ich hau ich sie einfach mit meinem Betäubungszauber auf ihren Latschen. Na, das ist ja interessant. Fahrer, folgen Sie diesem Truck! Du hättest ja auch einfach mal an Kleingeld denken können. Jetzt bin ich also schuld, hä? Hättest du mal den Clown nicht entkommen lassen? Du hast ja nicht mal gemerkt, dass er weg war. Umso besser. Dann hätte die Schicht nach uns den Ärger bekommen. Ach, was habe ich dich vermisst, meine kleine Uni-Kitty. Schluss mit Langeweile! Hey, sollten wir uns nicht so langsam um Henry kümmern? Mach mal halblang, Schätzchen! Wir wissen doch noch nicht einmal, wo er ist! Genau! Was sagst du jetzt, Mischspürnase? Dass wir meine Nazi-Werwolf-Bot mit eingebauter Spürfunktion nutzen, um ihn zu finden. Heil. Na gut, der Punkt geht an dich. Witterung aufgenommen. Hinterher! Vielleicht sollte ich alleine losgehen. Und ich Bremsklotz wäre ich schneller. Na dann los! Geh! Lass dich vom Clown umbringen! Schnauze! Da kommt wer! Ja! Was war denn das? Schmerzlass nach. Hallo! Du! Du hast mich aus meinem Pickup geworfen! Schicke Keule! Danke. Deine ist auch nicht übel. Danke. Und mein Betäubungszauber ist der mächtigste, wo gibt. Ich hab auch einen guten Betäubungszauber. Irgendwoher kenne ich den. Das ist doch Henry Thorne, der verschwundene Polizist. Das ist er in der Tat. Och nö, meine Ex. Der Clown. Nimm das, Joker. Was stimmt nicht mit dir? Ich bin nicht der Joker! Oh, richtig. Sorry. Falscher Film. Okay, weiter im Text. Der Clown! Hey, Jungs! Keulenfutter! Moment, der Clown? Hast du mich vermisst? Genau. Hast du uns vermisst? Nicht die auch noch. Ich glaube, wir haben da noch ein Hühnchen zu rupfen. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ich glaube, wir sind in der Unterzahl. Du weißt, was das heißt. Woll. Betäubungszauber-Battle! Da bahnt sich ein ordentlicher Showdown an. Wer wird das Betäubungszauber-Battle gewinnen? Grimnok, der Zauberer, oder Amboss, der Zerstörerix? Oder werden beide von der Vielzahl an Fieslingen überwältigt? Schreibt eure Ideen in die Kommentare. Die Kommentare unter der letzten Episode haben mich ganz schön überwältigt, muss ich sagen. Eure Ideen sind einfach der Hammer. Diese Folge wurde inspiriert von Blue Ritual Studios, der Ober-War-Boss, Knauser, Let's Play mit Mr. J, meinem Onkel Daniel und Quantum Place. Ein paar weitere Kommentare habe ich mir auch schon für das Betäubungszauber-Battle vorgemerkt. Doch das ist kein Grund, sich jetzt zurückzuhalten. Haut eure verrücktesten Ideen für das große Betäubungszauber-Battle in die Kommentare!